Ja, sehr gut. Das letzte Mal war es, komm, wir gehen ein bisschen nach hinten. Ja. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, war das Tag der Deutschen Einheit. Brandenburger Tor, mega Sache. Crazy war das. Ja, total verrückt. Das war hart. Also du alleine auf der Bühne, ey, gefühlt 700.000 Menschen. Wir waren ja quasi zusammen auf der Bühne dann, als ich fertig war. Hast du mich nochmal rausgeholt. Das stimmt. Am Ende habe ich dich nochmal rausgeholt. Wie geht's dir heute Abend so? Mir geht's super. Ich freue mich total, hier zu sein natürlich. Null Nervosität, gar nichts. Nee, ich performe hier heute nicht und deswegen bin ich ganz entspannt. Als du jetzt auf dem Weg hierher warst, was musste noch gemacht werden, bis du angekommen bist? Gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich habe mich im Hotel geduscht und angezogen und dann waren wir noch beim Universal-Empfang bei meiner Plattenfirma, haben ein paar Leute getroffen, ein paar Fotos gemacht. Ich habe gerade einen Book of Love Gold Award erhalten, das wurde noch auf die Schnelle gemacht. Oder kann man Congrats sagen, auf jeden Fall? Kann man mal erwähnen, ne? Vielen Dank. Was? Und ja, jetzt sind wir hier. Das heißt, der Abend läuft bis jetzt wie geschmiert, einfach nur perfekt. Auf jeden Fall und ich denke auch, es geht so weiter, ist doch... Kann doch gar nichts schief gehen. Es ist ja immer auch ein bisschen Arbeit, auch wenn man chillt. Das heißt, gibt es heute Abend irgendjemanden, mit dem du vielleicht noch reden solltest, wegen einem Featuring oder so? Ich habe da ehrlich gesagt gar keine Agenda. Ich freue mich einfach auf einen schönen Abend und dann mal schauen, wen man so trifft. Top, eine Playlist, 25 Jahre Echo. Welches wäre dein Top-Song ganz oben? Oh Gott, mein Top-Song ganz oben. Das sind immer so die Superfragen. Ich würde wahrscheinlich Shameless von The Weeknd nehmen, einfach weil es so im letzten Jahr einer meiner Favorites war. Läuft doch! Perfekt, danke dafür. Und wir sehen uns später wieder.